Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zum 6. Hoffnungstürchen des literarischen Adventskalenders des unrasierten Apostels der Liebe. Heute ist also Nikolaustag und Chanukka. Beides zusammen, beides gehört zusammen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber der Nikolaus kam aus der Stadt Myre. Myra, das ist in der Nähe von Antalya, das heutige Demre. Und er war ein Türke. Wie wunderbar. An diesem heutigen Nikolaustag 2021 kommt so viel zusammen, was zusammengehört. Ja, wir wissen nicht so viel über alles Bescheid und wir sind neugierig und wir forschen weiter und wir versuchen viele Dinge herauszukriegen. Und das hängt damit etwas zusammen, was uns von Anfang an in die Wiege gelegt ist. Und das ist die Bibelstelle, die ich heute vorlesen möchte in diesem literarischen Adventskalender, in dem ich dieses Jahr 2021 Bibelstellen aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vorlese. Johannes 1. Ab Vers 1. Am Anfang war das Wort, der Logos, die Logik. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort, durch den Logos, durch die Logik geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das Wort ist die Quelle der Botschaft. Jesus ist das Wort. Gott hat alles geschaffen durch sein Wort. Nichts ist Gott zu schwierig oder zu groß. Die Dunkelheit kann Gottes Licht nicht überwinden. Das Böse hat niemals die Kraft, das Licht Gottes zu übertrumpfen. Sein Licht leuchtet heller als die Dunkelheit, die dir in deinem Leben dann und wann begegnen mag und vor allem in diesen Zeiten, in denen wir leben. Gott erleuchtet den Weg, der vor dir liegt, damit du ihn auch sicher gehen kannst. Ist es dir bewusst, wie hell und wie nah dir das Licht Gottes ist? Halte nach diesem Licht Ausschau an diesem Nikolaustag und denke daran, dass Chanukka das Fest der Lichter ist, das jüdische Fest der Lichter. Das, die Einweihung des Tempels in Jerusalem feiert also im Grunde genommen die Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Chanukka und Nikolaustag und freue mich darauf, morgen das nächste Hoffnungstürchen mit dir zu öffnen. Bis dann.